Zu Harry sagt Hallo und guten Tag am Alsun Hotel Esplendido. Immer wieder gefragt, wie ist es da? Ja, wie sind die Menschen zufrieden? Ich kann euch nur durchweg Positives berichten von dem Hotel. Ich habe nichts Nachteiliges gehört, also meiner Meinung nach gut, sehr gut. Hier direkt gegenüber vom Parque Toni Gallardo. Hier weist auch Columbus den Weg. Ich werde jetzt aber den Berg nicht nach oben fahren, sondern ich fahre hier ganz einfach wieder zurück. Ich wollte euch nur hier das Hotel zeigen. Ihr könnt selber bestimmen, welche Perspektive ihr wählen wollt. Das sind 360 Grad. Ihr könnt euch alles genau ansehen. Ihr könnt stoppen, euch drehen, bewegen mit dem Gerät, ohne Gerät, mit dem Finger auf der Tastatur, mit der Maus am Computer. Und ihr seht alles ganz genau. Ja, es ist gut besucht hier. Im Moment gute Auslastung der Hotels. So, wir sind hier direkt am Anfang der Dünen. Hier ist das Naturreservat, der Golfplatz geht sozusagen in die Dünen hier über. Der Barranco ohne Wasser, was es damit auf sich hat? Ja, wenn zu viel Wasser in den Bergen ist, dass das geordnet abläuft. Gibt einen Seitenarm und das ist der Hauptarm. Die treffen sich so ein paar hundert Meter hinter mir und kommen dann da zusammen. Gehen dann über die Charca, das ist ein kleiner See, ein Weihentümpel, über diese Charca, die füllt sich und wenn die voll ist, dann geht das Wasser ins Meer. Und das ist aus Sicherheitsgründen damals angelegt worden. Datenmenge bei 360 Grad. Die ist dementsprechend hoch und viel und deswegen werden die Filme auch immer so maximal 5 Minuten sein. Das heißt, es gibt mehrere Teile, wer Interesse hat, der kann dann ganz einfach suchen, Harry unterwegs, 360 Grad, Campo International oder jetzt ja dann die Bezeichnung Maspalomas, denn wir sind bereits hier in Maspalomas. Da drüben ist die Kamelsafari. Die wissen, wo
So, und hiermit beende ich auch diesen Teil und sage bis zum vierten Teil. Hasta luego.